Hallo und herzlich willkommen zurück zur Folge Hunter Call of the Wild auf der Suche nach dem nächsten Multimount. Denn da sind wir wieder drin, in unserer Lodge. Noch haben wir ein paar Plätze frei, aber die werden schon ein bisschen enger hier. So langsam, ja, füllt sich die Lodge. Wir brauchen echt eine größere Lodge, sage ich. Aber diese Woche geht's erstmal dahin, glaube ich, oder? Den Fuchs, was den Hasengeschwur haben wir letzte Woche gemacht. Jetzt geht's, mach's gut, mein Sohn Präribison. Und zwei Grauwölfe, die sollten wir finden, alle in Yukon Valley. Das Präribison, das sollte eigentlich nicht das Problem sein, denn die sollten wir hier auf jeden Fall trinkend am See haben, so wie da unten zum Beispiel. Wir brauchen halt nur einen, na gut, da fängt der schon an, wie eigentlich ein männliches. Ein männliches Bison und einen männlichen und einen weiblichen Wolf stehen also auf dem Plan, denn die Tiere brauchen wir fürs Multimount. Alles nicht so schwer. Alles gut zu jagen. Bei den Wölfen müssen wir gucken. Aber wann ist Trinkzeit bei denen? Ich glaube, ich habe hier Trinkzeit letztes Mal gehabt von den Wölfen, ne? Aber ja, 0 bis 3 würde ich jetzt ungern jagen. Ich versuche die vielleicht einfach tagsüber zu finden. Dann müssen wir hier nicht nachts noch rumtouren. Das machen wir nur im Notfall, wenn wir da wirklich tagsüber gar keine Wahl haben oder gar keine Chance haben, die zu finden. Da sich dann die Seen abklappere. Aber bei dem Bison hier können wir uns das auf jeden Fall zunutze machen. Denn da haben wir sicherlich das eine oder andere. Da hinten steht schon mal ein Dreier auf jeden Fall. Ein 138er. Ich weiß nicht, ich hätte schon gerne einen Goldbison. Weiß nicht, ob das reicht für Gold. Aber ich glaube hier vorne, warte mal, doch, da ist noch ein Vierer. Dann nehmen wir einfach das, oder? Weil das sollte auf jeden Fall Gold sein, denke ich, mit der Asina. Die wir dabei haben, können wir das da auch ganz gut schießen. 150 Meter Abfahrt. Sollte gepasst haben, der Schuss. Droppt auf jeden Fall. Dann haben wir nämlich das schon mal erwischt. Und können uns dann voll und ganz auf die Wolfsjagd fokussieren. Da ist noch ein Zweier, was da rennt. Da noch ein Einser. Okay, das männliche fällt um. Ja, Vierer Bison müsste Gold sein, oder? Würde mich wundern, wenn das Silber wäre, nur wenn ich es vielleicht verschossen hätte, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Sonst hätten wir da hinten ja noch auch ein paar stehen, dann noch ein Zweier, hier zwischenstand ja noch ein Dreier da vorne. Weil ich da schon eher glaube, dass das vielleicht Silber sein könnte. Deshalb hoffen wir auf das Beste bei dem Bison hier und schnappen uns das einmal hier vom Boden. Und ja, Gold 164er. Ich glaube, ein wäre gar nicht. Also drei wäre gar keine Goldmöglichkeit gehabt, oder? 155er. Gut. Aber soll egal sein, ich stopfte das einfach aus, weil besser als das wird eh nicht. Und damit können wir uns dann voll und ganz auf die Wölfis konzentrieren, die wir jetzt aber erstmal finden müssen. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht wirklich dann in den verbrannten Wald erstmal gehen. Die Frage ist halt, was machen die Wölfe um 10 Uhr, ne? Weil, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich hier irgendwo ein Wolfsgebiet habe. Die werden halt ruhen den Tag über, gehe ich von aus, ne? Aber wo ist die andere Frage? Aber ich denke, wenn wir hier in die Richtung einfach uns grob orientieren, wenn wir dann durch die Wälder da kommen, werden wir sicherlich auch irgendwo Wölfe finden. Die ersten Wölfe haben wir gefunden, allerdings die uns auch. Und die sind auf der Flucht, also ins Ruhrgebiet hier reingelaufen. Leider das erste Ding, was ich höre, ist halt wirklich deine Fluchtpferde. Aber da vorne, guck mal, da steht einer. Das ist nämlich das Gute, da die manchmal rumbacken. In meinem Fall hier jetzt wirklich ganz. Was? Was? Jetzt haut er ab! Was ist das für ein Platzpatron gewesen? Hä? Wo hab ich denn da. Was? Wo hab ich denn da reingeschossen, bitte? Was war das denn für eine Aktion? Junge, ich dachte, schön 7er Wolf, Alter. Schön Goldwolf, nehme ich mit. Männlicher Wolf für den Multimount. Und dann macht der diesen, oder was? Was ist das für eine Aktion gewesen? Ich habe einfach gar nicht getroffen. Also, keiner, was ich da erwischt habe. Bei diesem komischen Bug. Anscheinend nicht den Wolf. Aber wir wissen, dass wir einen 7er männlichen Wolf haben. Deshalb, ja, jetzt meine erste Fährte hier sozusagen, die wir finden. Deshalb würde ich sagen, bleiben wir da auch erstmal dran und gucken, ob wir den nochmal irgendwo zu Gesicht bekommen. Wieder auf der Flucht, der Wolf. Ich komme halt nicht
schnell genug dahinterher. Vor allem sehe ich ihn halt in dem Gestrüpp hier nicht. Aber ja, ich bleibe halt einfach dran. Ne? Das scheint auch ein einzelner Wolf zu sein, der hier sein Unwesen treibt. Das heißt, wir müssen danach auf jeden Fall noch andere Wölfe finden, denn wir brauchen ja auch noch einen weiblichen. Das macht die Sache nicht gerade besser. Aber ich will jetzt auch diesen Wolf hier gerne zumindest mal nochmal irgendwie sehen, dass wir den nochmal zum Abschluss bekommen. Andererseits denke ich mir, boah, wenn wir vielleicht einen Rudel finden, dann hätten wir vielleicht direkt beide mit einem Snack, ne? Aber du weißt genau, wie es läuft. Wenn du den jetzt nicht jagst, dann findest du keinen guten männlichen mehr. Und dann sind sie auch weg. Jetzt fängt es auch noch an zu schneien hier. Oh, warte mal. Warnruf von einem Wolf. 130 bis 170 Meter. Wir könnten ja auch versuchen, die dann zu callen, oder? Ich weiß nicht, ob es halt der Wolf ist, den ich verfolge, weil die Richtung halt ein bisschen andere ist, I guess. Aber wir könnten zumindest mal kurz versuchen, ob einer in unsere Richtung zieht. Denn viel Weitsicht habe ich natürlich auch nicht. Okay, es scheint zu klappen. Denn der Hund knurrt. Aber ich sehe den Wolf nicht. Und wo kommen die? Einer muss schon hier richtig nah irgendwo sein. Ah, ich habe halt hier eine Sicht, die ist wirklich unterirdisch. Ich höre hier neben mir ja laufen, aber der männliche irgendwo da vorne gewesen. Da. Das ist ein Fünfer. Da ist ein weiblicher, da ist ein Siebener. Boah, wenn ich beide schießen könnte, wäre stark. Aber er ist schon wieder in einem Baum, ne? Er ist schon wieder in einem Baum, der eine. Er zieht weiter. Tja, den Weibchen. Das Weibchen kriege ich nicht. Der männliche ist, glaube ich, gut getroffen. Sollte zumindest. Da rennt der Fünfer. Okay, aber war ein Wurfsrudel. Und wir haben zumindest schon mal einen Siebener erlegt. Das heißt, da sollten wir auf jeden Fall schon mal den männlichen Wurf mit abgehakt haben mit der Goldwertung. Und der weibliche ist da nicht mehr das Riesenproblem. Klar, wir müssen mit der Wölfe finden. Aber sollte nicht die Challenge sein. Ich hoffe nur, dass wir den hier jetzt auch gut getroffen haben. Und der mir jetzt hier nicht, wer weiß wo getroffen wurde. Denn das ist jetzt noch die andere Frage. Hier ist der weibliche, aber hier ist der männliche, mittlerer Blutungsgrad. Irgendwo hier den Hang hinunter. Also bleiben wir da jetzt erstmal dran. 50% Weißfährte. Was ist das da unten? Das ist natürlich das Problem. Tagsüber, wenn die am Ruhen sind, sind die halt in diesen dichten Wäldern hier drin. Dadurch halt die Sicht wirklich nicht gut. Und ihr habt es gesehen, ne? Wolf steht quasi neben mir und ich sehe ihn trotzdem kaum. Also ganz, ganz schwierig hier dann auch das Rudel zu überblicken vor allen Dingen. Beste wäre natürlich, wenn die mich einfach angreifen würden. Aber ist wie immer, wenn man es braucht, dann greifen sie einen nicht an. Da hinten der nächste Wolf wieder auf der Flucht. Ich habe ihn tatsächlich verballert. Oh, er stand von mir weg. Er stand von mir weg. Oh nein, ich habe es andersrum gesehen. Oh nee, er stand von mir weg. Das ist natürlich ärgerlich. Und das war wahrscheinlich der gute Wolf in der Gruppe. Denn der Fünfer, den haben wir gesehen, aber der wird halt auch nicht besser sein als der Silberwolf. Ja, scheiße, Mann, ey. Aber der war doch nicht, er war doch hinterm Baum und kam doch damit auf mich zugelaufen und näher dran, oder nicht? Der stand doch nicht, als er hinterm Baum stand, stand er doch nicht zu mir gewandt. Mann, ey, ich mach mal so schwer zu erkennen da zwischen den Büschen, ne? Da vorne stehen sie aber wieder. Oh ne, falsche Waffe, falsche Waffe, falsche Waffe. Gib mir die hier, das ist zumindest der weibliche. Okay, ich hoffe, dass wir den besser getroffen haben. Der droppt auf jeden Fall auch schneller. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum der andere so langsam gedroppt ist. Und der wirklich noch so eine Strecke zurückgelegt hat, weil eigentlich Lungentreffer bei den Wölfen mit der Malma sollte jetzt nicht das Problem sein, aber da können wir uns halt schon echt auch fast dann den Wolf hier noch holen und dann können wir uns ein neues Rudel suchen, weil wie gesagt, da haben wir den Siebener rausgeschossen und sonst habe ich da nur den Fünfer gesehen, gerade noch ein Dreier weiblicher da. Ja, hier sehen wir es auch.
Der Treffer hat auf jeden Fall gesessen. Das war hier ein Lungentreffer. Damit zumindest den weiblichen Verwertungsrecht. Fehlt uns also noch der männliche. Guter Letzt. Aber auch hier mit der Blutsgrad. Also Blutsgrad bleibt der gleiche. Uns hat halt gerade nur der Treffer ein bisschen hops genommen. Beziehungsweise die Ausrichtung des Wolfes. Die war nämlich leider nicht so, wie ich dachte. Oh Junge. Boah, der war auch. Knappe Kiste. Fast den ganzen Hals hier durch, bis in die Lunge rein. Wären wir fast gar nicht gekommen. Also ein bisschen glücklich. Aber ey, den stopfen wir erstmal aus. Den weiblichen Grauwolf. Und jetzt brauchen wir halt, wie gesagt, noch den männlichen. Da kommt der nächste Warnow von einem Wolf. Auch wieder 120 bis 150 Meter. Versucht die gleiche Taktik wie gerade, denn ich habe hier so ein bisschen eine offene Fläche. Und wenn ich mich jetzt hier ein bisschen zurückziehe auf die kleine Erhebung da hinten, dann soll ich die im besten Fall vielleicht sehen können, wenn die hier rauskommen. So ist zumindest mein Gedankengang. Und wir haben gehört, war auf jeden Fall ein männlicher Wolf dabei und den brauchen wir ja noch. Also hoffen wir, dass da auch ein guter Goldwolf irgendwo steht. Denn am Ende des Tages, ich sag's dir ehrlich, wird das auch wieder so ein Ding. Viele werden wir nicht schießen, denn die tagsüber zu finden ist gar nicht so leicht. Ist halt immer so Zufallsfund, ne? Man geht einfach durch die dichten Wälder und hofft, dass irgendwo ein Wolf sich meldet. Im besten Fall, so wie der gerade auch. Aber ja, mir gefällt das hier nicht so ganz, muss ich sagen. Vor allem, weil Wind halt auch da drauf steht, ne? Aber wenn ich jetzt hier weiter nach hinten gehe, aber ich kriege mir halt auch keine bessere Sicht. Also nicht so geil, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil hier am Ende des Tages immer noch irgendwelche blöden Büsche im Weg sind. Und allzu weit weg vom Corner will ich eigentlich auch nicht, weil der Hund ja auch ein guter Indikator ist, wenn die Wölfe dann in meine Richtung kommen. Dass der dann sagt, yo, hier, pass mal auf, die Wölfe sind da. Und wenn ich mich jetzt zu weit von dem Caller entferne, dann werden die Wölfe natürlich nur im Extremfall bis zum Caller laufen. Und dann bin ich halt zu weit weg, als dass ich da den Hund noch als Warnung habe. Junge, jetzt aber auch hier Farbenspektakel. Mit dem Licht der Sonne, dem schmilzenden Schnee hier auf den Büschen. Sieht wild aus. War das Ding da gerade auch schon? Die Fährte? Kann gut sein. Ich habe auf jeden Fall gerade eine graue Vegetationsfährte auch entdeckt. Wird wahrscheinlich auch von einem Wolf sein, weil ich glaube, was anderes Graues gibt es hier nicht richtig, oder? Wenn ich das behaupten müsste. Also warten wir mal, was die Wölfe da vorne sagen. Ja, nächster Warnruf: 80 bis 100 Meter. Das Problem, ne? Dass sie vielleicht schon auf der Flucht, oder? Da rennt er. Scheiße, Mann. Da ist er einmal gerade losgeflitzt. Und also, die halt hier dann in den Büschen zu finden, ist einfach nicht so leicht. Gerade wenn sie dann im Wind stehen. Dann kommen sie erst recht nicht so nah ran. Und dann die männlichen noch. Dann ein bisschen scheuer als die weiblichen. Ich weiß nicht, ob es am Ende nicht vielleicht doch die bessere Wahl ist, einfach dann nachts an den See zu gehen, weil da hat man dann die freie Auswahl und kannst die einfach rauspicken. Ne? Das ist nämlich hier ein bisschen, ja, dann tricky die ganze Zeit, überhaupt erstmal einen Wolf zu sehen. Und wenn du ihn siehst, dann ist er quasi schon wieder auf der nächsten Flucht. Muss halt mal so einen Wolf hier auf so einer Fläche hier entdecken, ne? Einfach schön frei, alles zu sehen, alles zu erkennen. Das wäre was für mich. Aber ja, da ruhen sie halt nicht. Dementsprechend bringt mir das herzlich wenig, wenn da kein Wolf ist. Das wäre gut. Gerade der Wolf vielleicht auch ein Einzeltier. Dementsprechend, ja, braucht man gar nicht weiter verfolgen. Haben wir ja schon mal dem anderen Wolf da Versuch gehabt, der auch einzeln unterwegs war, dass wir da keine Chance hatten, uns überhaupt großartig anzunähern und da nochmal ranzukommen zwischen den ganzen Büschen und Sträuchern hier. Ich denke, wir müssen einfach den leichteren Weg nehmen, bevor ich jetzt da versuche, da keine Ahnung, 3 Stunden durch die Map zu schleichen und da ja, alle halbe Stunde mal einen Wolf zu sehen. Das ist am Ende nicht die Lösung fürs Multimount. Also werde ich jetzt hier einfach zum See gehen und gucken, was wir da haben. Denn da haben wir auf jeden Fall einige Wölfe, die da am Trinken sind. Da sollten wir dann auch unseren passenden Wolf fürs Mount
finden. Haben wir eigentlich schon. Zweimal. Oder dreimal sogar. Ein Siebener und ist abgesprungen. Den anderen haben wir nicht getroffen, weil wir den falsch eingeschätzt haben von der Positionierung. Bleibt zu hoffen, dass da noch ein guter männlicher Wolf in der Gruppe da ist. Den wir dann auch uns schnappen können. Aber Paribus wollen wir auf jeden Fall erstmal nicht. 300 Meter bis zu unserer Wolfsposition, die wir haben. Die sollten mich da am See an der Spitze zu finden sein. Laufen wir schon mal ein bisschen langsamer, denn nur noch 200 Meter und der See da unten wird jetzt einsehbar, genau wie die Wölfe. Jetzt gilt es halt, den möglichst größten zu finden. Wir haben, da, der Siebener, den würde ich nehmen wahrscheinlich, oder? Wir haben zwei Sechser dabei, aber ich würde es bei dem Siebener belassen. Ich hoffe nur, dass das Karibu da jetzt nicht meine Wölfe verschreckt. Oh ne, falsche Waffe. So, 150 Meter. Siebener müsste passen, der Schuss. Oh, die werden direkt aggressiv. Ja, sehr gut. Dann werden wir gleich mit denen zu tun bekommen. So kann es nämlich gehen. Wenn man sie sucht, dann findet man sie nicht. Aber wenn man hat den Wolf geschossen, den man haben will, auf einmal wird der ganze Rudel aggressiv. Und wir werden jetzt hier ein bisschen Besuch bekommen in der Nacht und uns noch mit den Wölfen rumärgern können. Aber wenn wir den Sechser da schießen, so ein Leitwolf, vielleicht haut er dann ab. Hallo, kann ich sterben bitte? Und Schuss war gut. Ich muss nachladen. Boah, vielleicht soll ich einfach einen Siener nehmen, oder? Scheiß mal auf die Wertung gerade. Das dauert mir alle zu lange hier mit der Wölfe. Bis die mal tot umfallen. Vor allem, wenn die um mich rumpirschen hier. Aber ich glaube, jetzt haben wir sie vertrieben. Okay. Wölfe besiegt. Also mal eben hier alle einsammeln, die wir hier haben. Nicht, dass wir hier noch selber gefressen werden. Das muss ja nicht sein. Denn unser eigentlicher Wolf, den wir haben wollen. Oder der war sogar Gold, oder? Scheiße, der war sogar Gold, ne? Aber der da unten wird ja auch Gold sein, oder? Setz ich jetzt einfach mal drauf. So. Haben wir den jetzt einfach weggeklickt. Also der Sechser Wolf hätte auch gereicht am Ende. Aber unser liegt ja noch da unten zum Abholen bereit. Und der ist noch auf der Flucht, der Sechser. Der hat nämlich gar keinen Bock. Aber die Frage, wo ist unser Siebener? Der müsste doch irgendwo sein, oder? Oder ist er zu mir gekommen? Nee, ne? Nee, kann eigentlich nicht sein. Der müsste eigentlich so schnell verendet gewesen sein. Ah, da unten treibt er im Wasser. Da ist er zum Einsammeln. Hat es in See geschafft. So, dann Moment der Wahrheit. Ja, der macht Gold 37,55. Stopfen wir damit direkt aus. Und dann nix wie in die Lodge. Weg von dieser Wolfsjagd. Da müssen wir jetzt auch erstmal einen Platz finden fürs Mount. Denn ich glaube, allzu viele von denen haben wir nicht mehr. Wir machen das Mount erstmal fertig hier. Multimount, mach's gut, mein Sohn. Montage starten. Haben dann unser Bison, was wir heute geschossen haben. Ist nämlich das hier. Nächste Trophäe. Der Grauwolf ist der hier. Und der andere ist der hier. So, ist verfügbar. Aber passt halt, wie gesagt, glaube ich, nur auf die ganz großen Mounts, also auf solche Runden hier. Davon haben wir halt echt nur eine Handvoll, glaube ich, in den Lodges. Na, guck mal, ich glaube, das ist immer unterschiedliche, ne? Das passt nämlich hier nicht mal drauf, aber hier passt es auf jeden Fall. Und da haben wir dann unser Multimount, unser nächstes. Schade, dass die Wölfe natürlich gleiche Fellfarbe haben, aber ja, jetzt hier noch auf irgendwelche anderen Fellfarben zu spielen. Junge, bin froh, dass ich Wölfe geschossen habe, sei wie das. So, Bison mit Wölfen auch abgehakt und nächste Mal geht's dann an Schwarzbären. Ja, guck mal, Schwarzbären können wir eigentlich schon Multibond machen, denn die sind wir gerade gut am Grinden. Und da mal schon, wenn wir uns das hier angucken, etliche Dias geschossen. Oh, ich sehe den ausgestopft hier. Und hier diesen Schwarzbären ausgestopft, das weiß auch keiner, ne? Schwarz... in Bronze. Ach so, weil es ein Einser war. Stimmt, das war ein Einserbär. Jetzt weiß ich wieder. Aber hier, Zimtbraun haben wir, Zimtbraun haben wir, Zimtbraun, Zimtbraun. Wir haben schon so viele Zimtbraune und Dias geschossen im Schwarzbär-Grind. Das läuft gut.
Und ja, könnte man schon so bauen. Aber gucken wir uns nächste Woche an. Denn das soll es gewesen sein von der Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann Däumchen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.